Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play Video. Wir spielen heute den lang ersehnten Nachfolger vom ersten Holzfäller-Simulator, nämlich den Holzfäller-Simulator Nummer 2. Jawohl, 1,5 Jahre haben wir jetzt drauf gewartet. Das ist schon krass. Und jetzt haben wir ihn endlich. Und er hat auch ganz fantastische neue Features, habe ich gehört. Nämlich sollen diesmal die Bäume sogar umfallen, wenn man sie fällt. Ja, ich bin mal gespannt, ob das stimmt. So, jetzt gucken wir aber mal hier drauf. Wir haben hier einen Charakterauswahlbildschirm. Wir können zwischen Michel wählen und Michel. Aber Michel, der kommt erst mit dem DLC scheinbar. Naja, dann halt Michel. Dann nehmen wir den Michel. So. Wow, und da sind wir auch schon. Hier, das ist Michel mit seiner Axt. Jawohl. So, und wir sehen hier gleich schon mal unsere ersten Items, die wir aufsammeln können. Wir haben hier einen Bleistift und ein Stück Papier. Dann nehmen wir das doch mal mit hier. So, jawohl. Und da ist noch mehr Papier. Was können wir mit dem Papier und dem Bleistift machen? Ja, wir können uns unsere eigenen Skizzen zeichnen und auch eine Karte der Welt damit. Jawohl. Hier unten im Inventar sehen wir, dass wir derzeit noch keine Karte haben und noch keine Blueprints von unseren Gebäuden, die wir irgendwann mal aus ganz viel Holz bauen können. Aber die können wir uns malen. Und zwar klicken wir einfach, wenn wir einen Stift und ein Papier haben, auf das gewünschte Symbol, zum Beispiel die Karte. Und dann geht hier ein Papier weg und wir haben eine Karte. Jawohl, super. Und wenn ich nochmal drauf drücke, dann erscheint die Karte hier. Und ich kann mir das angucken. Gut, alles klar, das ist eine sehr detaillierte Karte, hilft mir bestimmt wahnsinnig viel weiter. Außerdem haben wir hier auch einen Kompass, der uns immer zeigt, in welche Richtung wir laufen, sodass wir uns auch nicht verirren. Ne? So, da ist noch mehr Papier. Das nehme ich mal noch mit. So. Und jetzt will ich aber mal runter, weil hier oben sind keine Bäume, die wir fällen können. Da müssen wir erstmal runtergehen. Gucken wir mal, ob die Bäume auch wirklich umfallen, so wie sie das versprochen haben. Zack. Jawohl, das hat funktioniert. So, und da haben wir das Holz, das können wir auch aufsammeln. Fantastisch. Und jetzt können wir natürlich Sachen bauen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier mal das Lagerfeuer hier anklicken, dann weiß ich mal, wie ich ein Lagerfeuer zu bauen habe. Ah, Lagerfeuer, dazu brauchen wir 2 Holz. Na, das haben wir doch schon. Wunderbar. Aber wir können natürlich nicht überall bauen. Na, das geht natürlich nicht. Wie im ersten Teil müssen wir auch vor einem Schild stehen, um bauen zu können. Und Bauplätze sind auch auf der Karte eingezeichnet. Hier sind wir gestartet, ja. Und da ist ein Platz zum Bauen. Und ja, hier ist ein Platz zum Bauen. Da ist ein Platz zum Bauen. So, und ich glaube, hier sind wir auch schon. Das dürfte hier dieser Bereich sein. Ja? Da geht es ein bisschen hoch. So, ja. Genau. Und dann sind wir hier bei diesem Platz. Genau, und hier können wir dann unsere Sachen bauen. Hier sind die Schilder. Zum Beispiel für einen Stuhl, für unsere Holzhütte und für ein Lagerfeuer. Ja. Im ersten Teil konnten wir ja nur eine Hütte bauen. Jetzt können wir noch viele andere Dinge bauen. Gut, aber wir wollen natürlich trotzdem die Holzhütte lieber haben. Dann gucke ich mal, was die Holzhütte denn so braucht. Ich klicke mal hier drauf, dann habe ich einen Blueprint davon. Und gucke ich mir das mal an. Da brauchen wir 50 Holz. Na, das kann ja dauern. Okay, na dann. Hilft ja nichts. Müssen wir wohl ein bisschen Holz hacken. Tja. So, ich habe jetzt ein bisschen Holz gesammelt. 84 Stück. Und dann wollen wir mal was bauen. Jawohl. So, was möchte ich denn als erstes? Ich glaube, ich möchte einen Stuhl. Zack. Aha. Naja. Ah, und fertig. Schön. Da haben wir unseren Stuhl. Wir können auch ein Lagerfeuer machen. Zack, da ist es. Und das Besondere ist, das können wir auch anzünden. Hier, haha. Und jetzt natürlich das Wichtigste, das Haus. So. Ah, das Grundgerüst. Hm. Ah, das nächste, genau. Ja. Ah, das wird langsam das schöne Haus, ne? So. Oh. Da, aber hier was vergessen. So, und das da oben. Und hier. Ah, das könnte natürlich auch Fenster sein. Hat er vielleicht mit Absicht freigelassen. Ja, dann kann er schön rausgucken. Na, gar nicht so doof, der Holzmichel. Dann
dann war es das erstmal mit dem Holzfäller Simulator 2. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht bei euch zum Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, tschüss.